Liebe Leute, wir haben die Taverne gerade im Bau hier in Manorlords. Gegenüber der. Oh, schaut euch mal den Blick hier ins Tal. Da läuft die Handelsstraße entlang. Sehen wildes Treiben. Hier an der Kirche, hier ist der Marktplatz. Das Dorfzentrum gewissermaßen. Im Hintergrund sehen wir den Hügel, auf dem bald das Gutshaus entstehen wird. Aber erstmal wird die Taverne errichtet. Und für die Taverne werden wir wiederum Ale herstellen müssen. Dafür brauchen wir wieder Menschen, die in der Brauerei arbeiten und in der Rösterei und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich hätte ich vielleicht erstmal ein Haus bauen sollen. Ein neues. Ah, sehr komplexer Bau hier. Das gefällt mir. Schönes Fachwerkhaus wird das. Cool. Ja, bevor ich das Gutshaus bzw. die Mauern da starte, hätte ich vielleicht erstmal noch ein Haus bauen sollen. Naja, 13 Familien leben aktuell bei uns mit 39 Familienmitgliedern insgesamt. Und ich weiß nicht, ich habe aufgetragen, dass weitere Ochsen gekauft werden sollen. Muss mal gucken, ob das klappt. Eigentlich müsste es, ich hatte es in einem anderen Versuch, in einem anderen Anlauf schon mal gemacht. Den Screenshot ein kleines bisschen weiter raus, so damit es besser aussieht. Muss ja außen ein bisschen was abschneiden. Ich weiß gar nicht, kann man das HUD eigentlich ausblenden lassen? Wahrscheinlich gibt es ein Hotkey dafür. So, jetzt wird hier, schaut mal, die Elemente hier eingefügt: die Lehmwände. Sehr cool, sehr cool. Ja, das ist das Gasthaus, das ist die Taverne. Huch. Da müsste jemand arbeiten, aber das ergibt wiederum nur Sinn, wenn da auch Bier ist. Also die Bedürfnisse sind jetzt alle befriedigt, bis auf das Bier. Bis auf das Bier. Und für das Bier brauchen wir jemanden im Malzhaus und jemanden in der Brauerei. Das bedeutet zwei Menschen. Zwei Familien, besser gesagt. Wird das Holz allerdings erstmal hier hochgebracht, um den Bailey-Bezirk zu errichten. Die Mauern oder die Palisaden um das Gutshaus. Wie lösen wir das Problem? Weiß ich nicht. Lösen wir es überhaupt? Wir können auch abwarten und Tee trinken. Stellen wir mal ein bisschen schneller. Schauen wir uns die Felder an. Wie ist denn das eigentlich? Hier wurde schon wieder geerntet. Ja, wir sind ja auch schon im Oktober. Oh ja, und das wird jetzt gedroschen. Das kann aber eine Familie alleine übernehmen. Denn wir haben doch noch genug Mehl, oder nicht? Wo würde ich das denn sehen, das Mehl? Hier, 229, da reicht ja dicke. Da können die, wisst ihr was, da werden wir dann, das erste Jahr wird jetzt hier nichts angebaut, damit wir ein bisschen Fruchtbarkeit erlangen im Boden. Dann machen wir hier, warte mal, wie habe ich das jetzt eingestellt? Mal genau angucken. Hier ist das dritte Jahr. Dann mache ich hier das zweite Jahr und beim Flachs das erste Jahr. Tada! Drei Felderwirtschaft. Also in 133 Tagen stehen die nächsten Steuern an, aber ich glaube nicht, dass wir bis dahin das Gutshaus und den Steuereintreiber werden gebaut haben, denn dafür fehlt hier das Holz. Können wir nochmal den Bereich ein bisschen weiter da hoch verlegen. Wo hackst du das Holz? Ja, die können sich schon da so ein bisschen überschneiden, das ist okay.
Brennmaterial haben wir auch massig jetzt, oder? Ja, 13 Monate, ja, mein lieber Scholli. Da können wir fast überlegen, den hier mal rauszunehmen. Für ein paar. Machen wir ruhig mal. Ich hoffe, dass der jetzt ins Malzhaus geht. Ja, sehr schön. Sehr schön. Denn Gerste haben wir hier. Gerste wird zu Malz geröstet. Und der Malz wandert in die Brauerei. Gerstenmalz. Und dann gibt's Bier. Dann gibt's Bier, Leute. Wie viele Baumstämme braucht ihr noch? 3. Und ich habe immer noch nur den einen Ochsen, wie es aussieht. Was ein bisschen seltsam ist. Nein, da ist ein zweiter. Aber du steckst fest, oder? Sehe ich das falsch? Beweg dich mal, Ochse. Ja, ich kann ihn noch nicht mal anwählen. Normalerweise hat er ja einen Namen. Hoffentlich nicht. Hoffentlich steckst du nicht fest. Erhöhte Transportkapazität, das ist das, was ich brauche. Und mehr Holz. Schneller Holz. Ich will das Ding hier fertig bauen. Gib Gummi. Aber der Ochse hat nichts zu tun. Weil, wo ist der Holzfäller? Zu Hause. Loritz ist zu Hause. Naja, soll ihm vergönnt sein, auch mal eine Pause zu machen. Ja, echt nicht genug Bevölkerung, um das alles hier am Laufen zu halten, ne? Das ist so das Ding. Und weil ich das nicht pausieren kann, geht es auch nicht weiter, solange Lorenz zu Hause sitzt und Tee trinkt oder was auch immer er da macht. Bier kann es ja nicht sein, Bier haben wir nicht. Noch nicht. Oh, schauen wir uns das mal an. Ja, schaut mal. Ach, cool. Hier wird jetzt Gerste zu Malz gerüstet. Gut, die Animation ist natürlich ein Platzhalter, aber wir sehen auf jeden Fall, sie haben das Feuer angeschmissen und sie rösten da oben drauf auf der diesem Rost aus Zweigen wird Malz geröstet. Das wird hier scheinbar irgendwie zerstoßen oder so. Ach Quatsch, das ist ja auch die Bäckerei. Ich wollte eigentlich in die Brauerei schauen, denn hier wird jetzt Bier hergestellt. Juhu! Oh, und wisst ihr was? Wir haben doch Geld. Wir können doch schon längst mal hier einen Hühnerstall starten und einen Ziegenstall für Milch und Eier. Aber dran denken, das führt dazu, dass die Menschen weniger Zeit auf der zugewiesenen Arbeitsstelle verbringen. So, wie sieht's nur aus? Lorenz wartet. Lorenz wartet. Ist ja nicht so, als wenn wir mal ein paar Holzstämme brauchen würden. Kann man schon mal warten lassen. Der hat direkt mal eine Beere weggenascht. Auch das sei ihm gegönnt, wenn er den ganzen Tag welche pflücken muss. Ah, und hier wird tatsächlich Kleidung verbraucht. Oh, das bedeutet aber auch, dass wir zusehen müssen, dass wir hier Leute rankriegen. Dann werde ich mal von den
Bärensammlern einen rausnehmen? Hä, sag mal, ist hier jemand drin? Nee. Okay, ach so, deswegen November auch schon wieder vorbei. Ja, hier wird sehr viel Nahrung transportiert, das ist okay. Das mit dem Holz macht mir jetzt so ein bisschen... Stimmt mich missmutig, da müsste mal was passieren. So, Bier haben wir. Wenn das Bier jetzt dahin kommt, dann können wir anfangen, Häuser abzugraden. Also, wer auch immer der Gastwirt ist. Hermann. Hermann ist mit seinem Karren unterwegs. Und bringt wahrscheinlich das Bier. Hermann, hol das Bier. Ah, schaut mal. Der Herbst. Der Herbst ist da, es gibt Bier. Ja, vielleicht können wir gleich noch mal sehen, wenn da jemand zu Besuch kommt und sich einen Drink gönnt. Das wäre doch ganz cool. Wobei er mit seinem Wagen schon wieder unterwegs ist. Vielleicht braucht er noch mehr Bier. Ein Bier ist da, also einen Gast könnte er bewirten. Oder wenn sie sich das teilen, auch mehrere. Aber der wird doch nicht mit seinem Wagen ein einziges Bier hierher geschoben haben. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich glaube, das ist aber wenig effizient. Can be processed into food. Das ist gut. 124 Brot reicht für 8 Monate. Da drüben fehlen noch 3 Bäume. Bedeutet das, er arbeitet wieder? Nein, Lorenz sitzt und wartet. Wenn er wenigstens im Gasthaus sitzen würde, hör mal. Also, sitzt zu Hause und guckt die Wand an. Ja, aber geschäftiges Treiben, das finde ich ganz gut, wobei das natürlich auch ein bisschen seltsam ist, dass alle hier mit den Wagen durch die Siedlung karren. Hat noch jemand Bier gebracht? Nein, ich glaube, er trinkt. Es gibt keine Animation, aber er trinkt. That's fire above. People transporting. Ja, aber wer bist du? Wer bist denn du? Heaven shine down and grow the land. Kann's nicht sehen, wer er ist. Dann würde ich ja sehen können, was er gerade macht. Schätze mal, der trinkt ein Bier. So. Damit ist das gegeben. Jetzt fehlt das Holz. Nein! Oh, aber der Ochse hat sich bewegt. Warum? Warum? Ich will nicht immer auf den Hintern gucken hier, dem Ochsen. Warum wird der nicht zum Transport? Ha, da ist doch ein zweiter. Aha, es funktioniert, es funktioniert. Das ist schon der dritte. Es funktioniert. Nee, oder ist das der Händler?
Du bist der Händler, ne? Der wandert jetzt hier rein und der geht jetzt... Ja, okay, wir haben jetzt vier Ochsen. Ist dann doch noch irgendwo jemand unterwegs? Jetzt fehlt das Holz, ne? Ich raste aus. Und da liegen vor allem, da wurden doch gerade Baumstämme angezeigt, oder was? Warum holt ihr die nicht ab? Let's go, people. Warum? Ist Lorenz immer noch zu Hause? Da müssen wir halt Holz kaufen, wenn ihr zu faul seid, irgendwas zu tun. Kann man Holz kaufen? Firewood kann man kaufen. Ja, Food ist es wohl nicht. Man kann nur Baumstämme nicht kaufen. Och nö. Will das nicht schon wieder abreißen da oben? Irgendwo scheint ja hier das Problem zu sein. Da geht's immer nicht weiter. Jetzt läuft er darüber. Aber er sitzt noch zu Hause. Kunst geht zum Ochsen. Ja. Und er holt jetzt das Holz da weg. Verstehe ich nicht. Liegt da vielleicht Holz auf dem Gebiet, das ich... ich bauen wollte? Möglich ist das, ne? Hier liegen halt Stämme. Wisst ihr was? Dann lasse ich den erstmal die sammeln. Ach, und jetzt guck mal. Jetzt gehen alle hier los mit den Ochsen. Oh, irgendwo hakt's da oben. Vielleicht liegt das an dem... Ready to upgrade. Ja, jetzt haben wir Holz. Was hat sich jetzt hier verändert? Ah, da muss erstmal das Holz hergeschafft werden. Und gebaut werden. Da bin ich mal sehr gespannt, wie es gleich aussieht. Das hätte man ja auch irgendwie alles schon früher haben können. Komisch. Vorstellen, dass der Bailey-Bereich da drüber lag. Das reicht dann erstmal mit Vieren. Die ganze Flotte ist jetzt hier unterwegs. Wie sieht es in der Brauerei aus? 15 Bier. Davon sind 2 im Gasthaus. Ach, Hermann, der Taverneninhaber gönnt sich erstmal selber ein Bier. Ja gut, wenn keine Gäste da sind, kann man auch mal alleine trinken.
So, die Ochsen kommen angezuckelt. Ich beschleunige das Ganze mal wieder. Und bringe das Holz hierher. 4 Holz wird hier benötigt. Und wie es aussieht, wird das Haus ein bisschen größer auch. Oh ja. Dann gucken die inneren Wände, da werden sicherlich noch abgetragen. Das ist quasi das Grundgerüst des alten Hauses. Aha. Das ist jetzt auch nicht mehr redgedeckt. Da sind jetzt Holzschindeln drauf. Ja, nein, ich wollte nicht den Ochsen, sondern das Haus. Ah ja, und weiter upgraden kann man gar nicht. Weiter upgraden kann man gar nicht. Ja, aber ist doch okay. Wir haben schon wieder 4 Holz. Das heißt, wir können das nächste hier in Auftrag geben. Und bin aber nicht sicher, der Holzfäller, der hat sich jetzt wieder auf den Weg gemacht. Also es scheint tatsächlich irgendwie mit dem Bereich da zusammenzuhängen. Dann will ich erstmal das und das nächste Haus dann auch noch upgraden, bevor ich da das nochmal versuche da oben. So, ein Baumstamm fehlt noch. Wir sind aber schon fleißig am Bauen. Der Erhard. Das ist der Ort, das ist der erste. Wer ist der andere? Albrecht. Beatrix. Nee, das kann ja nicht sein. Und das war Erhard. Gottesdienst. Full Trade. Ja, wir können einen Ochsen wieder verkaufen. Wir haben 1 zu viel. Okay, und wir haben weitere 4 Holzbaumstämme. Können das nächste Haus upgraden. Ja, schicke Fachwerkhäuser. Und das hier jetzt? Oh, das ist interessant. Schaut mal. Hier gibt es dann theoretisch neue Dinge, die man machen kann. Dafür braucht man scheinbar Ziegel oder so. Und Geld. Ist nicht ganz klar, was das sein soll. Das könnte eine... Soll das Käse sein? Schmiede? Bier? Näher? Da unten geht es sogar noch weiter. Aber dafür bräuchte man Lehm und das haben wir nicht. Okay. So, dann warte ich jetzt nochmal. Wie viel kostet das? Gar nichts. Das geht nach der Größe. Dann warte ich jetzt mal, bis wir da 6 Holz oder so zusammen haben und versuch's noch einmal da oben zu bauen. Wenn es wieder nicht klappt, müssen wir uns einen anderen Platz suchen. Ja, 8 Häuser können ein Upgrade kriegen. Das will ich ihnen aber jetzt nicht geben. Erhöht das eigentlich die Zufriedenheit? Food Variety... Nö, steht da nichts von. Das steht doch da gar nicht. Fuel, ja, da könnte man auch mal wieder anfangen, hier was zu hacken, wenn es irgendwie verfügbar wird. So, in 3 Tagen ist die nächste Steuer fällig. Da können wir leider nichts machen, um die zu bezahlen. Wir haben noch immer keinen Steuereintreiber, aber 7 Holz. Also dann.
Warum wurde das als erfüllt angezeigt? Weiß ich nicht. My home is my castle. Gute Handwerks... wie soll man sagen? Gutes Handwerk verbindet Form und Funktion. Ah, unsere Bewohner hier, unsere Diener, die Lehnsbauern, bringen unseren liebsten Stuhl in die Siedlung. Es ist ein herrschaftlicher Stuhl mit exquisiten Schnitzereien von Einhörnern und Greifen. Er ist etwas abgenutzt, aber fühlt sich sicher an. Sehr schwer. Und so weiter und so fort. Wir haben ein Heim für unsere Menschen hier, Heim und Komfort geschaffen. Jetzt müssen wir unsere eigene Residenz planen. Und das Anwesen wird ein Ausdruck der Macht sein gegenüber unseren eigenen Bediensteten und Untergebenen und den Lords in der Nachbarschaft. Ja, das ist in der Tat richtig. Ja gut, dann machen wir das doch jetzt mal. Der nächste Versuch. Ich mache die Ecke aber diesmal da hinten hin. Der nächste Versuch. 5. Das machen wir aber nur, wenn wir einen Eingang haben, mein Lord. Okay, baut einen Eingang. So. Jetzt will ich aber sehen, dass das funktioniert. Und wenn nicht, dann werde ich bütsch. Vier Bier mittlerweile in der Taverne. Gut, da wird auch immer fleißig gegen angetrunken, nehme ich an. Development Points. Werden die hier oben schon angezeigt, die Development Points? Ja, 2 Available Points, aber die kann ich natürlich nicht benutzen, weil das hier noch gesperrt ist. Okay. Aber was ich mal tun kann, ist ein neues Haus bauen. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Wohin? Vielleicht hier unten. So, dieses Mal viele Ochsen unterwegs, transportieren Holz hier hoch und runter zum Holzfäller. Viele Menschen stehen bereit und bauen Palisaden. Das sieht doch gut aus. Wenn sie das dann jetzt zu Ende bauen, bin ich sehr glücklich. Ja, wir haben schon 10 Schulden beim König, weil wir die Steuern nicht bezahlen konnten. Tragisch. So, die Palisade für den Bailey ist fertig. Jetzt muss das Torhaus fertiggestellt werden. Dann brauche ich mehr Holz. 7 noch. Oh. Dann kann ich hier das Gutshaus reinbauen. Mega. Mega cool. Das geht auch nur an so geraden Stellen. Ah, ich hoffe, dann spätere Erweiterungen funktionieren dann trotzdem. Naja, erstmal müssen sie hier weiter Holz fällen, damit das überhaupt möglich wird. Und wie ist es denn jetzt hier von hier oben? Jetzt hier rüber schauen. Zur Siedlung. Die Kirche ist höher. Das ist natürlich... Oh, das ist symbolisch schlecht. Sollte ja hier so ein Gegenmachtzentrum werden. Das funktioniert so nicht ganz. Da hat die Kirche scheinbar
den besseren gezogen. Den längeren. Der Lord hat den kürzeren gezogen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier zumindest vielleicht Felder eigentlich drauf bauen könnten. Glaube schon. Da dürfte das mit der dem Steilheitswinkel und dem abfallenden Hang nicht so relevant sein. So, 5 Holz haben wir schon, 10 brauchen wir. Ah, Cloth. Stoff können wir doch auch verkaufen. Bringt immerhin 4. Ich möchte einen Bestand von 30 behalten. Das nächste Haus wurde gebaut. Hier unten. Hier fehlt es ihnen aber an Nahrung für das Upgrade. Nicht vielfältig genug. Tut mir leid. Was ihr immer tun könntet, wäre, wenn ihr Leute hättet, die das tun können, ist hier wieder Beeren sammeln. Haben wir eigentlich jetzt irgendwelche Gebäude noch nicht gebaut, außer das Gutshaus und den Steuereintreiber? Handelsgebäude haben wir beide gebaut. Industrie haben wir alles gebaut. Farming? Ja gut, die Schafsfarm haben wir jetzt nicht. Ansonsten. Und den Förster tatsächlich haben wir auch nicht gebaut. Den Rest habe ich alles. Okay. Ah, sieht schon schick aus, oder? Transport geht jetzt auch viel schneller mit den vielen Ochsen. Jetzt kommt der Holzfäller gar nicht hinterher. Der muss die auch immer noch bearbeiten. Entasten. Oh, wie ist denn das eigentlich mit Mehl? Haben wir immer noch. Perspektivisch, sollte da aber mal wieder jemand in die Mühle bauen. So, 12 Holz. Das bedeutet, wir bauen unser Gutshaus. Würde es auch hier an der Seite gehen? Es würde auch da gehen. Das wäre vielleicht noch ein bisschen cooler. Ist da? Oder? Nee, eigentlich nicht. Let's get to work. Ihr habt das Ding wieder abgerissen. Was fällt euch ein? Und der Garnisonstor, da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, sobald wir hier das Gebäude gebaut haben, wird das dann freigeschaltet vielleicht. Warum sollte das sonst schon aufgelistet sein? Und ich glaube, ich habe das auf irgendwelchen Screenshots oder so zumindest schon gesehen. Was natürlich nicht heißen muss, dass man das aktiv hier auch bauen kann. Aber wir schauen uns den Bau nochmal aus der Nähe an. Sind die jetzt schon fertig? Bin ich zu spät? Schnell durch das Eingangstor. Nein, sie bauen noch. Sie bauen noch am Gutshaus. Ah, hier ist die Eingangstreppe mit so einer kleinen, naja, einer Kanzel fast. Und das Geländer drumherum.
wird neues Holz gebracht. Und da wird wahrscheinlich ein kleiner Stall noch dran gebaut werden. Naja, und die Palisade wird wieder hergestellt. Wände sind gekalkt. Und das Holz mit Rot abgehoben. Sehr schick. Vielleicht ist das sogar so eine Art Schwedenrot, also mit Eisenpartikeln und so weiter. Das schützt das Holz dann auch nochmal vor dem Wetter. Hier noch mehr Holz nötig. Ja, die müssen noch mehr herbringen. Haben noch nicht alles hochgeschafft. Fleißiges Treiben. Sehr fleißig. Oder ist das ein... Könnte auch ein Lagerhaus werden. Ah. Ja, der Lord hat hier sein eigenes Lagerhaus natürlich in der Befestigung. Das ergibt durchaus Sinn. Stall hätte auch Sinn ergeben, aber... ein eigenes geschütztes Nahrungslager ergibt auch Sinn. Schau mir in die Augen. Was für einen komischen Bart überhaupt. Na gut. Nicht, dass euch gleich noch schwindelig wird. Das wollen wir natürlich nicht. So, jetzt wird der Dachstuhl gebaut. Ist schon ganz schick gemacht, finde ich. Ganz cool. Das können wir uns aber vielleicht dann lieber ohne das Männchen nochmal anschauen. Dass wir so ein bisschen mehr den Überblick haben, was hier in der Gegend so geschieht. Dann schaue ich ganz kurz mal, ob man tatsächlich das Hut ausstellen kann. Keybindings. Jump to town. Slower road construction, army map, housing. Cinematic mode. Steuerung C. Ah. Ja, cool. Na, das hätte ich mal früher nachschauen sollen. Wie cool. Aber wir haben genug Holz, wir können das nächste Projekt angehen. Würde ich sagen, bauen wir nochmal ein weiteres Haus. Ich glaube, eins kann hier ruhig noch daneben, falls das nicht zu steil ist wieder. Plot is too small. Aber so dürfte es gehen. Aber näher ran wird hier nicht gebaut, da muss Abstand bleiben. Es muss einsehbar sein für seine Lordschaft. Sehr idyllisch, sehr atmosphärisch.
Mal wieder ein bisschen beschleunigen. So, und es ist fertig. Damit wurden die Politiken freigeschaltet, auf die wir natürlich weiterhin keinen Zugriff haben, ist klar. Und das Haus ist fertig. Ja, hier können sie auch, wie gesagt, Nahrung einlagern und Friedlein bringt hier wohl auch gleich schon Beeren hin, das könnte sein. Wir können upgraden. Ja, die Frage ist jetzt... Ja, Garnisonstower und Steuereintreiber können jetzt gebaut werden. Und die baue ich natürlich hier oben rein. Frage ist nur, wo genau? Oh yeah. Dann kommt der hier drüben hin. Oder? Warte mal. Wo hat er denn dann den Eingang? Ah ne, ist schon richtig so. Zack. Und dann brauche ich nochmal 7 Holz. Okay, und dann kann ich den Burgfried hier bauen. Ah, super. Und dann haben wir unser... Dann der wird sicherlich dann auch höher sein als der Kirchturm. Vielleicht auch nicht. Ah, mal sehen.